Tja, das war Tag 4 und Tag 4 hat gezeigt, es geht doch mit dem Wetter. Also heute hat zum großen Teil während der Tour die Sonne geschienen. Es war wenig Wind und der Tourstart war heute bei der Firma Krone in Spelle, unser Topspender für diese Aktion Caritas gegen Corona. Und ich war heute das erste Mal nicht alleine unterwegs, denn mein Caritas-Direktor Franz Loth war mit dabei und wir sind in Spelle gestartet und sind dann in Richtung Lohne gefahren, dann weiter nach Lingen, haben dort ebenfalls einen Sponsor besucht, aber auch U25. Es ist dafür da, dass Menschen mit Depressionen, die jung sind, sich dort mit Chat melden können. Weiter ging es dann wunderbar quer durch die Landschaft bis nach Haselünne, von Haselünne aus dann nach Meppen. Dort haben wir auch zwei Sponsoren besucht und waren natürlich auch bei uns im Regionalverband, bevor wir dann uns aufgemacht haben an der wunderschönen Ems entlang bis nach Haaren. Es war wunderbar, 150 Kilometer wieder geschafft. Ich hoffe darauf, dass es morgen wieder so ähnlich ist. Dann ist nämlich Ostfriesland das erste Mal dran und dann geht es Richtung Küste. Also bleiben Sie dabei, ich bin es auf jeden Fall und gute Beine, Kette rechts, bis dann.